Enya wird von ihrer Familie zu Hause gepflegt. Die härteste Zeit wird die sein, wenn Enya vielleicht mal nicht mehr bei uns ist. Ne? Ich glaube, es wird so die härteste Zeit. Die Fünfjährige ist seit ihrer Geburt schwer behindert. Der eine sagt, vielleicht ist es eine Erlösung, und der andere sagt, weil wir haben uns mit diesem Leben arrangiert. Ne? Wir sind da irgendwie durchgekommen. Das Einzige, was uns eigentlich immer nur Rückschläge bereitet, sind halt diese finanziellen Sachen. Kennst du deine drei Vornamen? Selma? Selma, Erika, Grete. Gut. Andrea Siedler kümmert sich seit 11 Jahren um ihre Großmutter. Die ist 96 und hat Alzheimer, wohnt aber zu Hause. In den Altenheimen ist überhaupt keine individuelle Versorgung möglich. Da würde sie nicht den Brei morgens kriegen. Wahrscheinlich würde keiner mit ihr singen. Ich habe Papierberge zu Hause, weil die Pflege halt immer aufwendiger wird. Und da habe ich Angst, dass ich den Karren irgendwie vor die Wand fahre, weil mir die Kraft ausgeht. Die schwerbehinderte Enya muss zu Hause ständig überwacht werden. Das kostet viel Zeit und Geld. Für ihre Eltern Claudia und Sascha Siebert war es trotzdem eine bewusste Entscheidung. Enya hat nach der Geburt einen schweren Hirnschaden erlitten, ist fast blind, hat einen künstlichen Darmausgang und leidet häufig unter Krampfanfällen. Ich behandle sie genauso wie unsere gesunden Kinder auch. Ich weiß zwar auch um die Problematik, wenn ich morgens früh nach der Arbeit gehe, wenn ich abends nach Hause komme oder nachmittags und sie ist vielleicht nicht mehr da. Mit dieser Gewissheit muss man leben und das muss man erstmal akzeptieren können. Eigentlich hat man manchmal nicht die Kraft, um weiterzumachen, aber man weiß, wofür man es macht. Ne? Dass es ihr also eigentlich nur bei uns gut geht. Ihr Zuhause. Das Vereinsheim des 1. FC Klausen in Remscheid. Hier wohnen Sieberts seit 1,5 Jahren, mietfrei. Früher lebte die Familie in einem Einfamilienhaus. Das war nicht behindertengerecht und eigentlich zu teuer. Was als Übergangslösung gedacht war, droht zum Dauerzustand zu werden. Eigentlich ist es fast aussichtslos. Das Einzige, was wir nachher jetzt noch hätten in Erwägung ziehen können, wären 2 getrennte Wohnungen gewesen, in denen wir die Familie gesplittet hätten. Egal, wo ich angerufen habe, egal, wo ich nachgefragt habe, selbst wenn man offensichtlich gesehen hat, dass die Parterre-Wohnungen alle noch frei sind, wurden 1000 Ausreden erfunden, dass man uns diese Wohnung, gerade die Wohnung, nicht geben kann. Sieberts haben 5 Kinder. Das Leben im Vereinsheim ist extrem beengt. Die Geschwister spielen so viel wie möglich draußen. Viel mehr an Freizeitaktivitäten ist für die Familie auch nicht drin. Seit Enya auf der Welt ist, ist das Budget stark eingeschränkt. Das hat man mit der Zeit schon bemerkt, als Enya dann älter wurde, weil sie halt die Hilfsmittel und alles, da wussten wir dann, was auf uns zukommen würde. Finanziell, dass es das ein bisschen enger werden würde. Dann Zoe ist ja auch noch auf die Welt gekommen, ist ja noch eine Schwester von mir. Da mussten wir halt dann ein bisschen gucken, weil wir wollten, gerade ich wollte dann gucken, dass die Kinder auch, also dass die nicht zu kurz kommen, weil ich habe ja schon viel gemacht. Ich habe ja alles so, was ich brauche eigentlich, dass die dann mehr machen können. Enyas intensive Betreuung brachte die Familie an die Grenze der Belastbarkeit. Nach langen Kämpfen mit den Krankenkassen haben Sieberts jetzt rund um die Uhr Unterstützung bei der Pflege ihrer Tochter. Jeder Krampfanfall kann lebensgefährlich sein. Nachts kontrolliert zusätzlich ein Computer die Lebensfunktionen des Mädchens. Aber immerhin kann sie so zu Hause sein. Sie kriegt hier einfach alles mit. Ne? Sie ist bei ihren lieben Menschen, ne? Und ja, sie kriegt einfach viel mehr vom Alltag auch mit. Ne? Und auch allgemein, also die Zeit, die man bei einer 1-zu-1-Betreuung hat, ist natürlich ganz anders. Ne? Der Pflegedienst bringt Entlastung. Doch der alltägliche Stress und die finanziellen Sorgen bleiben. Der Tagesablauf für die gesunden Kinder soll dennoch so normal wie möglich sein. Komm, du Moppel. Hier finden sonst Vereinssitzungen statt. Für die Familie ist es das Wohnzimmer. Was möchtest du haben? Trotz aller Entbehrungen, ein Leben ohne Enya ist unvorstellbar. Wir haben jede Minute um Enya gekämpft. Natürlich hat mein Mann auch immer gesagt, du musst loslassen. Aber das kann man gar nicht. Ne?
Ich habe immer gesagt, okay, wenn sie stirbt, dann stirbt sie bei mir zu Hause, dann ist sie bei mir. Die Schwangerschaft verlief problemlos. Dann kam Enya mit einer schweren Darmerkrankung zur Welt. Kurz nach der Geburt platzte der Darm. Durch eine Blutvergiftung ist ihr Gehirn dauerhaft geschädigt. Ja, du hattest halt davor ein Leben, ne, was geregelt lief und alles war super. Und von dem Moment an war alles vorbei. Lange ist unklar, ob Enya überleben wird. Über Wochen liegt sie auf der Intensivstation, ringt um ihr Leben. Ja, da war die schon so ganz grün und grau und sah ganz schlimm aus. Wie jemand aussieht, der eigentlich am Sterben ist. Also am Anfang war das so, dass ich das gar nicht geschafft habe, da hinzugehen, ne? Auf diese Intensivstation. Die ersten paar Tage. Du weinst ja dann auch nur ununterbrochen, du bist ja eigentlich nur in Trauer. Du wartest eigentlich jeden Tag darauf, dass die stirbt. Ne? Es war wieder eine stressige Nacht. Die 96-jährige Selma Siedler kann in letzter Zeit schlecht schlafen. Wir wussten hier vorne und hinten. Wo ist hier vorne und hinten, weißt du das? Nein. Enkelin Andrea hat seitdem keine ruhige Minute mehr. Sie schläft jetzt auch bei ihrer Großmutter im Zimmer. Betreuung rund um die Uhr. Eine Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Knapp 500 Euro Pflegegeld gibt es. Dabei müsste die Kasse bei einer Unterbringung im Heim wesentlich mehr zahlen. Denk dran, du hast einen Seitenscheitel. Hm? Du hast einen Seitenscheitel. Nee, andere Seite. Genau. Mit diesen 500 kann man nichts machen. Es ist ja auch nicht so, dass ihr die mir zahlt, sondern das geht drauf an Zuzahlungen, an Medikamenten, die die Kasse nicht nimmt, jetzt diese glutenfreie Ernährung, die ganzen Naturheilmittel oder selbst wenn sie Durchfall hat, muss das Durchfallmittel selber bezahlt werden, weil die Kasse es nicht übernimmt. Also diese 500 Euro für 31 Tage auf 24 Stunden sind ein Witz. Selma Siedler ist schwer dement, aber sie lebt noch immer in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, in die sie in den 60er Jahren eingezogen ist. Dank ihrer Enkelin, die seit 11 Jahren die Pflege übernimmt. Seit einigen Monaten lebt sie sogar ständig mit der Großmutter zusammen. Omi? Hm? Marmelade? Ja. Zeit für eine richtige Arbeit bleibt nicht. Die 49-Jährige lebt von Hartz IV und verdient sich mit kleinen Nebenjobs was dazu. Kannst du es auch zur Seite stellen? Und dafür für die Marmelade? Ja. Brot kommt gleich. Es gibt keine anderen Angehörigen mehr. Und Andrea wollte ihre Großmutter nicht in einem Heim unterbringen. Danke für die gute Nacht. Und für das leckere Essen. Guten Appetit. Danke. Selma Siedler stammt aus Ostpreußen. Nach dem Krieg flüchtete sie mit ihrer Tochter in den Westen. Als Andrea geboren wurde, kümmerte sich die Großmutter intensiv um ihre Enkelin. Ich finde, sie ist ein sehr, sehr wertvoller Mensch. Ist natürlich jeder Mensch, aber ich habe sehr viel von ihr gelernt, sehr viel von ihr geerbt. Ich meine jetzt nicht finanziell oder an Sachen, sondern an Eigenschaften, an Charakterzügen, an Ansichten. Und habe das teilweise jetzt erst bemerkt, wie viel ich von ihr habe. Ja, deswegen mache ich's. Ich liebe sie. Hi. Die Pflege der Großmutter lässt kaum Zeit. Mit Peter führt Andrea eine Wochenendbeziehung. Omi. Hallo. Wie war die Nacht? Gut. Gut. Ich habe was anderes gehört. Gut. Selma Siedler leidet an Alzheimer. Omi? Kennst du mich? Ja. An ihrem 80. Geburtstag fiel es erstmals auf. Selma Siedler machte einen verwirrten Eindruck. Wie war denn die Nacht? Wieder so schlimm? Die Ärzte stellten eine schwere Demenz fest. Von halb zwei bis ungefähr 6. Erst übernahm Andreas Mutter die Pflege. Nach dem Tod sprang die Enkelin ein. Der Aufwand nimmt seitdem stetig zu. Wenn ich überlege, dass sie diese Nachtschichten da macht, jetzt schon über 6 Monate, das würde mich wirklich an den Rand der Kapazität bringen. Ich könnte das nicht.
Aber sie macht das und hat irgendwie ihren Körper so getrimmt, dass sie das Letzte rausholt, sozusagen. Aber das wird sich sicher auch irgendwann mal zeigen. Ne? Also, ich sehe das so, dass sie einer festen Arbeit gar nicht nachgehen könnte, weil die Pflege so aufwendig und so intensiv ist. Und ja, da steht sie im Grunde genommen am Rand der Gesellschaft. Vor einem Jahr hatte Selma Siedler einen Oberschenkelhalsbruch. Die Ärzte prognostizierten, die sehr alte Dame sei nun dauerhaft ein liegender Pflegefall. Doch Andrea machte mit ihrer Großmutter tägliches Reha-Training. Ein bisschen zur Seite. Inzwischen kann sie sogar wieder Treppen steigen oder mit dem Rollator spazieren gehen. Trotzdem muss Selma Siedler ständig beaufsichtigt werden. Wenn es ihr Zustand zulässt, bringt Andrea ihre Großmutter für einige Stunden in die Tagespflege. Moin. Guten Tag, Frau Siedler, dein Gast zuerst. Guten Morgen. Morgen. Heute schön, früh. Frau Siedler, heute sind Sie früh. Die Zeit nutzt Andrea für einen Nebenjob. Sie arbeitet als Aushilfsfahrerin für ein Reformhaus. Der Hartz-IV-Regelsatz von 399 Euro reicht hinten und vorne nicht. Zumal die Kasse längst nicht alles zahlt, was die Großmutter nach Andreas Ansicht so braucht. Genau. Behalten Sie das hier, bis ich eingeladen habe, nicht, dass das Beine kriegt. Den Job kann sie nur machen, weil Peter ihr sein Auto leiht und die ein oder andere Tankfüllung zahlt. Andrea kann jeden Euro gut gebrauchen. Ich darf nicht viel dazu verdienen. Das sind 100 Euro im Monat plus 20% von dem, was drüber ist, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Auf so viel komme ich gar nicht. Aber es reicht zum Beispiel für den Eigenanteil für Inkontinenzmaterial oder sowas, dass ich das damit bestreiten kann. Und es gibt Brot vom Vortag gratis. Vor Enyas Geburt lebten Sieberts von zwei Einkommen, hatten finanziell keine Probleme. Claudia betreibt ein Nagelstudio. Seitdem das schwerbehinderte Kind da ist, bleibt kaum Zeit für ihre Kunden. Das ist ein wahnsinniger Einbruch. Aber dadurch, dass ich ja gar nicht so flexibel bin wegen Enya und den anderen Kindern, geht das ja gar nicht. Ne? Deshalb ist das ja auch gar nicht mehr mein Hauptjob hier, weil das überhaupt nicht funktioniert. Ne? Dafür müsste alles wesentlich konstanter und verlässlicher sein. Und schöner wäre natürlich, wenn ich da arbeiten würde, wo ich auch wohne. Hm? Aber das ist halt nicht so und ja. Im Vereinsheim können Siebert sich etwas dazu verdienen. Sascha ist Gerüstbauer, doch im Moment arbeitslos. Als Platzwart auf 450-Euro-Basis bewirtschaftet der 43-Jährige zusammen mit Claudia die Bar und verkauft Waffeln und Würstchen. Doch das reicht nicht, um die Schulden abzubezahlen, die sich im Verlauf von Enyas Krankengeschichte angesammelt haben. Hilfe vom Amt haben Sieberts bislang nicht in Anspruch nehmen wollen. Ich habe die Schulden gemacht, ich möchte die Schulden auch bezahlen, aber es ist einfach irgendwo nicht mehr machbar. Und das ist für mich auch nicht so einfach, damit klarzukommen. Kurz nach der Geburt von Enya wurde Sascha gekündigt. Das Schlimmste ist eben, ja, am Anfang, wie wir den Pflegedienst hatten, weil ich häufig meine Arbeit verloren habe, weil die alle zwei Minuten bei mir angerufen haben, da stimmt irgendwas nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren, ja, und dann macht ja kein Arbeitgeber auf Dauer mit. Aber was soll ich denn machen? Wenn mit meinem Kind irgendwas nicht in Ordnung ist, muss ich fahren. Zerrieben zwischen der Pflege des Kindes und permanenten Geldsorgen. Die Situation zehrt an der Familie. Vor ein paar Monaten waren alle mit ihren Kräften am Ende. Sascha und Claudia gaben Enya in ein Pflegeheim. Dort ging es ihr rapide schlechter. Schnell stand fest, sie muss zurück in die Familie. Zwischen ihren Geschwistern und in gewohnter Umgebung hat sich Enyas Zustand stabilisiert. Doch niemand weiß, für wie lange. Sobald es ihr noch schlechter gehen würde und sie beatmet würde, würde ich auch den Stecker ziehen. Dann würde ich die Türe von innen zuhalten von mir aus, dann würde ich den Stecker rausziehen. Dann würde sie bei mir am Arm einschlafen. Alle ahnen, dass die Zeit mit Enya endlich sein könnte. Aber noch ist sie da und fester Bestandteil der Familie. Voll leer.
Ihre Geschwister kennen es nicht anders. Jetzt hat es aufgehört. Man sieht ja eigentlich, es tut ihr sehr gut, wenn sie da mit den Geschwistern rumalbert. Und es ist eigentlich, die Zeit ist einfach viel zu knapp dafür. Und das tut einem manchmal auch weh, wenn man das sieht. Das Zusammenleben mit der dementen Großmutter wird für Andrea Siedler immer schwieriger. Nee, das kannst du mit dem Rollator nicht rein, das ist neu. Zu den vielen anderen Beschwerden ist jetzt noch ein schlimmer Juckreiz dazugekommen. Die Ärzte finden keine Erklärung. Ein Allergietest könnte Klarheit verschaffen. Den zahlt die Kasse aber nicht. Kannst du die aufrollen und sortieren? Ja. Die Großmutter muss ständig beschäftigt werden, damit sie sich nicht blutig kratzt. Gut zureden hilft nicht. Andrea kommt kaum noch raus. Die wenigen freien Minuten nutzt sie für sich selbst und spart sich so den Friseur. Passt. Also jetzt bin ich schon nervös, weil ich weiß, die Binde ist vielleicht aufgerollt und dann fängt sie an zu kratzen. Ich bin die ganze Zeit unter Anspannung. Ich kann nicht wirklich entspannt sein, wenn ich nicht weiß, dass jetzt jemand bei ihr ist und darauf achtet, dass sie nicht kratzt. Wenn die Großmutter schläft, ist Zeit für die Bürokratie. Rechnungen und Anträge. Finanziell klappt es nur, weil Peter immer wieder aushilft. Über 15.000 Euro hat er Andrea inzwischen geliehen. Schulden, die sie ihrem Freund unbedingt zurückzahlen will. 450 Euro zu zahlen? Ach du Scheiße. Das ist der Hammer. Ich soll 450 Euro zahlen dafür, dass ich meine Oma begleitet habe, obwohl es auf dem Rezept steht, dass sie eine Begleitperson braucht. Vor ein paar Wochen musste die Großmutter ins Krankenhaus. Andrea hat sie auch dort betreut. Für die Übernachtung soll sie nun zahlen. Das verstehe ich nicht. Im ersten Moment kommt Adrenalin hoch. Weil ich denke, ich habe keine 450 Euro. Und ich bin ja nicht damit ins Krankenhaus gegangen, weil mir sonst langweilig wäre, sondern weil es nötig war. Also ich versuche ja auch irgendwo zu unterstützen. Wenn ich komme, dann bringe ich was zu essen mit oder ich bin hier und kaufe ein und oder fahre zur Apotheke und bezahle da mal eine Rechnung, so wie es halt gerade kommt. Ja, insgesamt denke ich, muss ich das Ganze aber eigentlich auch so tragen. Und das muss auch eine Grenze haben irgendwie. Ne? Der mysteriöse Juckreiz zehrt an den Nerven aller. Auch finanziell wird es noch schwieriger. Nein, nicht kratzen. Und was ich gefunden habe, dass bei so großen Wunden so Hydrokolloidpflaster sehr, sehr gut wirken zum Abheilen. Die Kasse hat abgelehnt, die Kosten für das Verbandsmaterial zu übernehmen. Doch die blutigen Wunden der Großmutter müssen mehrmals täglich versorgt werden. Hier kostet also eins dieser Pflaster 8 Euro. Aber es bringt was. Es bringt was. Und diese komischen Gasedinger, diese Salbegasedinger, die habe ich jetzt von einem Arztpraxis geschenkt gekriegt. Weiß ich nicht, wie teuer die sind. Und sie zerstört sich ja nachts quasi selber durch den Juckreiz. Das ist ganz schlimm, dass im Moment nichts hilft. Andrea bettelt und bastelt. Selbst fabrizierte Handschuhe sollen das nächtliche Kratzen unterbinden. Für 80 Euro gäbe es die auch im Fachhandel zu kaufen. Die ich 80 Euro zahle, kann ich die gerade selber basteln. Und, hast du Platz? Guten Abend, gute Nacht, mit Hosen bedacht. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Du auch. Und träum was Schönes. Ja, mach ich. Es ist eine wertvolle Zeit.
Es ist, ich habe ja meine Mutter begleitet im Sterben. Und es war ein Geschenk. Für mich ist das diese Begleitung, also es ist ja jetzt auch schon Sterbebegleitung, auch wenn sie vielleicht noch 3 Jahre lebt oder 5 Jahre, wir wissen es nicht, niemand weiß das. Es ist jetzt schon eine Begleitung dahin, dass die Menschen, dass sie keine Angst hat, dass sie sich zufrieden fühlt und dass sie irgendwann entspannt und friedlich einfach hinübergehen kann. Und vielleicht ist sie schon mit einem Teil drüben, je nachdem, wie man es sieht. Wenn Enyas Zustand lebensbedrohlich ist, muss sie in die Kinderklinik, 80 Kilometer entfernt. Für Rollstuhl, Sauerstoffgerät und medizinische Hilfsmittel hat sich die Familie ein großes Auto angeschafft. Auf Kredit. Also das Auto ist schon sehr wichtig, weil wenn Enya in einem schlechten Zustand ist, dann muss sie nach Köln in die Kinderklinik und da transportiert dich keiner hin. Einmal in der Woche hat Enya Schwimmtherapie. Das lockert die verkrampfte Muskulatur. Sieberts unternehmen alles, was Enyas Zustand irgendwie verbessern kann. Doch jeder Antrag auf Therapie sorgt für Diskussionen mit den Krankenkassen. In der Vergangenheit ist die Familie auch schon mal in Vorkasse getreten, hat Hilfsmittel gekauft, die später nicht erstattet wurden. Aber es gibt halt auch immer wieder Rückschläge, ne? Man stößt dann so auf Bürokratie und muss dann gegen alles dreimal Einspruch einlegen. Da wird dann nach Aktenlage vom MDK entschieden, wo eigentlich mal ein Mensch rauskommen müsste und dem eigentlich sofort klar ist, dass sie das braucht, ne? Jobverlust, Mietschulden, das Auto, kostspielige Therapien. Über die Jahre haben sich jede Menge unbezahlte Rechnungen angehäuft. Irgendwann haben Sieberts den Überblick verloren. Die finanziellen Sorgen belasten die Familie sehr. Sie holen sich Hilfe bei Schuldenberater Ralf Berg. Das heißt, wir haben 1.388 Euro als sogenannte Einnahmen. Das ist aber hier, muss man ganz klar sagen, das Kindergeld. Das steht den Kindern zu. Somit ist ihre Einnahme derzeit extrem übersichtlich, muss man dazu sagen. Deswegen also dringendst rate ich dazu, da auch noch mal mit dem Amt zu sprechen. Da helfe ich Ihnen ganz gerne, weil Sie müssen Ihre Existenz sichern. Und vor allen Dingen sind kleine Kinder mit im Spiel. Letzten Endes können wir da gar nicht alle von leben. Das geht gar nicht. Also du kannst dann wieder wirklich nur Lebensmittel, Getränke und sonst wieder nichts. Im Grunde genommen bleiben da auch wieder Rechnungen bei auf der Strecke. Ne? Ich habe hier einen Commerzbankkredit von 41.545,16. Ungeklärte Arztrechnungen im Augenblick, die offen noch sind. Dann sprechen wir insgesamt von einer Verschuldung, wenn wir die einfach mal zusammenrechnen, von 56.511,18. Hier muss ich ganz klar sagen, kann man eigentlich nur das Buch zuklappen. Man denkt immer, man schafft das schon, es kommen wieder bessere Jahre, es kommen wieder bessere Monate. Aber irgendwann sieht man, es kommen keine besseren Monate, es kommen keine besseren Jahre. Es wird immer nur noch schwerer. Ja, und dann ist es eigentlich schon viel zu spät. Im Endeffekt hätte man die Reißleine schon früher ziehen müssen. Aber es ist dann einfach zu spät. Der einzige Ausweg scheint eine Verbraucherinsolvenz. Doch das könnte bedeuten, dass die Familie das Auto verliert. Wir haben hier den Fall, dass wir hier eine behinderte Tochter haben, ja. Und aber der Kredit ganz klar auf ihren Mann läuft. Hm. Wenn ihr Mann in Insolvenz geht, ja, wird die Renault-Bank irgendwann sagen, ich kündige den Kredit, ich kann den nicht mehr weiterführen, weil er in Verbraucherinsolvenz ist. Ja. Sie müssen sie wahrscheinlich auch mal andere Kliniken Anschaffung machen. Und wir müssen immer nach Köln fahren, das sind 80 Kilometer hin und zurück. Ja. Ne? Genau, das ist jetzt in der Schuldensituation das Riesenproblem. Wir haben hier ein finanziertes Auto, wo die Bank ganz klar sagt, in der Insolvenz geben wir keine Kredite mehr, der Mensch ist nicht mehr kreditwürdig. Der Insolvenzverwalter hatte auch Bauchschmerzen mit und da muss man halt schauen, dass man mit der Bank versucht, einen Kompromiss zu finden, wie man das vielleicht weiterfinanzieren kann oder wie man andere Möglichkeiten hinbekommt. Dann würde ich vorschlagen, die Gläubiger müssten Verständnis für die Situation der Familie zeigen. Nur wenn sie Sieberts entgegenkommen, bleibt ihnen das Auto erhalten. Und dann würde ich sagen, gehen wir voran und schauen, dass wir
ich sag mal, in den nächsten Wochen und Monaten da wirklich Ruhe reinbekommen in diese ganze Sache. Mit professioneller Hilfe könnten Sieberts den Weg schaffen, raus aus den Schulden. Besuch in einer Kleiderkammer. Wenn Andrea Siedler was Neues für sich oder ihre Großmutter sucht, dann kauft sie was Gebrauchtes. Ein Rock, wenn es geht, irgendwas. Oder ein leichtes Sommerkleid. Aber das Problem ist mit den Farben, sie mag gerne bunt. Was Buntes. Ja, dann schauen wir mal. Das zum Beispiel. Omi, gefällt dir das Tuch? Ja. Ja, sowas. Ja, sowas in der Art. Sowas ja, Buntes. Die Jacke ist auch von hier. Ah ja, schön. Ist fantastisch. Das freut uns. Hartz IV und Schulden beim Freund. Da bleibt nur der Gang zum Roten Kreuz. Ist auch schön. Auch schön? Für dich oder für mich? Für dich. Würdest du das auch anziehen? Ja. Ja? Dann probieren wir es mal an. Gut. Trinkwasser vom Brunnen, Lebensmittel dort, wo sie günstiger sind. Andrea spart, wo sie kann. Gefällt dir? Doch sie ist auch auf die Unterstützung anderer angewiesen. Okay, das ist gekauft. Ja, freut mich. Dann haben wir 3,50 Euro bitte, ne? Danke. Es kommt dann Hilfe. Es kommt hier Hilfe. Jemand hilft den Rollstuhl hochtragen, jemand leiht mir ein Auto. Ich muss einfach darauf vertrauen, dass Hilfe kommt. So, und jetzt gehen wir. Sie sind draußen, so oft es geht. Vor 6 Jahren waren sie noch zusammen zelten. Da war die Großmutter 90. Geht es? Tut dir was weh? Nein. Gut. Du sagst, wenn es wieder weitergeht. Ja. Ich kann mich erweitern. Okay. Was macht dein Knie? Den geht's gut. Gut. Es gibt ja andere Möglichkeiten, außer zusammenklappen oder Oma kommt ins Heim. Es muss noch andere Wege geben als diese beiden Alternativen. Und da wünsche ich mir, keine Ahnung, ein Wunder. Oh, du hast ja kalte Hände. Ist dir kalt? Nein, ich habe ein warmes Herz. Aller finanzieller Schwierigkeiten zum Trotz, die Enyas Pflege zu Hause mit sich bringt, für Sieberts gibt es keine Alternative. Wenn man dann sieht, wie sie sich entwickelt hat, ne, dann sagt man, natürlich, das hat sich gelohnt. Ne? Sie hat irgendwo Lebensqualität für ihre Verhältnisse. Wenn ich auch manchmal noch so down bin und ich komme abends nach Hause und Enya ist am Lachen, da kann ich noch so kaputt sein, dann kann ich auch hier weitermachen. Ich komme nur rein und die Kinder sind am Lachen, dann weiß ich schon, das tut mir auch gut. Und dann kann ich auch weitermachen. Das ist einfach immer so eine Motivation, immer weiterzumachen.